Hallo, hier ist wieder Xi. Und Etual. Und Mr. Trolli. Das geht weiter mit Secret auf Nummer 2. Das Secret der Mama, genau. Genau. Das zweite wohlgemerkt. Das geglitzert! Das geglitzert! Das geglitzert, die Gitarre. Hallo! Du denkst mir. Ja, okay, zugegeben. Was denn? Die Annahme könnte man auch haben, dass es nach Norden geflogen ist. Geh mal links. Ja, ja. Er weiß schon, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Interessanterweise hast du es gewusst. Ich wäre nach links gegangen. Intuitiv. Weißt du, was ich auch komisch finde? Diese zwei Teile, die bei deinem Charakter da an der Hüfte hängen. Das soll doch wahrscheinlich, da doch wahrscheinlich die Messer drin. Ja. Wieso hat er derartig lange Wertscheiden im Endeffekt für Messer? Auf der anderen Seite, naja gut, so kurz sind die halt auch nicht, ne? Außer nach links? Oder nach unten? Nee. Schokolade! Ja, das ist gut. Werden wir brauchen. Ich find's aber interessant, dass man hier schon Schokolade kriegt. Wieso kein Honig? Okay, Honig wäre ein bisschen zu übertrieben. Auf der anderen Seite, gut, ich weiß, kann mir schon vorstellen, warum Honig in dieser Welt so wichtig, so wertvoll ist. Du hast die Bienen gesehen? Wenn du dich jedes Mal an solchen Viechern vorbeikämpfen musst, nur um ein bisschen Honig zu kriegen. Diese riesen Viecher. Aber die gibt's im zweiten Teil, glaube ich, nicht mehr. Oder? Ach doch, 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 die gibt's noch. Doch, die gibt's. Andere Varianten. Die heißen anders, aber es gibt sie. Ja, mein Gott, bin ich geil. Bum, bum, ach, das war das mit der letzten Seite, die wir im Menü hatten. Wo wir Sachen aus dem Lager wieder in unser Inventar nehmen konnten, wo wir dann 99 Bonbons und so weiter jeweils hatten. Was ist das? Was ist denn das? Das ist ja... Ey, alles in Ordnung. Dein Charakter. Hey, ist das meine? Ist er cool? Echt jetzt? Nein. Das ist ein Fee. Oh. Oh, es geht schon wieder. Wer bist du? Ich bin Gustav aus Navarre, ein Anhänger der Liebesgilde. Ja, natürlich. Ich sah ein Licht vom Gastes in Astria und ich dachte mir, dieses Scheißlicht muss ich zusammenschlagen. Und jetzt kommt mir eine blöde Schlampe. Gustav, da bin ich nicht gerade eine große Auswahl habe, will ich dich. Ja, danke dir, Luna. Was? Ja, dein Angebot kann ich auch ablehnen. Nichts. Bitte, Gustav, bring mich nach Wendel zum Priester des Lichts. Nee. Meine Kraft reicht nicht mehr zum Fliegen aus. Ja, ist nicht mein Problem. Ja, ich war gerade auf dem Weg dorthin, aber die Höhle der Wasserfälle ist versiegelt. Die Höhle der Wasserfälle? Oh, Junge, oh, wenn ich dich begleite, sollte das für uns kein großes Problem darstellen. Ja, ich will ja mal hoffen, ne? Werden wir uns. Unheil hält Einzug das heilige Malerland. Heiliges Malerland? Jetzt kalt die Klappe. Denk mir aber auch gerade. Oh, jetzt kommt's ganz rot daher. Disco. Was war das? Ah ne, das warst du. Was war das? Es kam von Astoria. Schnell zurück. Astoria? Ich werde mich für eine Weile in deinem Kopf ausruhen. Was? Warte mal. Na, du willst da nicht rein. Ey, hör auf. Du willst da nicht rein. Ey. Ah. Sekunden später. Okay. Auch noch. Astoria. Oh, die Stimme ist in meinem Kopf. Erstmal abdancen. Okay, verstanden. Ja. Okay, schließt sich an. Fragt sich, wie lange? Ja, geblendet. Okay, bleib bist du in. Später, wenn so eine scheiß Fee in meinem Shell drin. Ja, später, wenn sie da rauskommt, hat sie Augenringe. Starrt. Probleme hier. Und wenn man sie dann fragt, was ist denn mit dir los? Ich habe Dinge gesehen. Wie tust du eigentlich dein Leben höher stellen? Also von, keine Ahnung, 89 auf 91? Ich wenn du da am letzten Stufenanstieg? Ah. Ja, blöde Kiste, jetzt auch noch Golke her. Item Samen. Ja, yeah, ich habe Samen erhalten. Na toll, wow. Ich
habe eine scheiß Fee in meinem Kopf, mir geht's nicht gut. Dann ging's auch vorher schon nicht gut. Ging's dir jemals gut? Gut ist ja doch relativ, oder? Stimmt. Ging's dir mal nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, diese Folge wird sehr wichtig. Tja, pow, pow, pew, pow, pow, pew, pow. Also ausweichen kennst du ja auch nicht, ne? Wie weicht man das überhaupt? Einfach weggehen? Boah, es funktioniert! Ja, ich weiß, manchmal habe ich einfach Ahnung. Es wird ins Lager gesteckt. Ja. Kann ich nicht nach unten? Auf der anderen Seite, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Welches Lager? Oh, in meine Tasche passen keine 10 Bonbons rein. Wo ist es jetzt hin? Lager. Oh, wir haben jetzt eins verbraucht. Okay, wir haben wieder 9. Dann muss ich so vorstellen. Ich habe keinen Platz mehr. Steck sie in meine Tasche, das ist Lager. Achso, die halten alles permanent in den Händen. Laufen genau. Die ganze Zeit schon so rum. In so einer Haltestelle. Wir haben so den ganzen Gegenstände auf dem Arm. Ich fahr schneller. Warum ist es wieder Tag? What the fuck? Das hab ich mir auch nicht gefragt. Ja, du hast so lange gebraucht. Oh nein! Ich wollte noch Schuhe shoppen! Was ist passiert? Anscheinend sind die Beastmänner das Sofa eingefallen, während du weg warst. Ja, toll. Ah, diese Beastmänner. Oh, immer Männer. Man kann sie keine Sekunde allein lassen, ohne dass sie Mist bauen. Ja. Wir müssen uns beeilen und den Priester schlecht davon berichten. Wendel ist in Gefahr. Ja, es interessiert mich aber ein Scheißdreck. Geh jetzt erstmal schlafen. Geht nicht. Eingestürzt. Eingestürzt. Geht nicht. Ist immer noch eingestürzt. Da ist, schau die scheiß Tür zusammen. Da ist eine schwarze Wand, die blockiert dich. Geh nach Wendel. Du kannst in keine Häuser gehen, bei denen das Dach kaputt ist. Das geht nicht. Aber ich kann sie wenigstens noch ein paar Mal schlagen, also wir wissen, was sie tun. Ich muss mir das gerade vorstellen, irgendeiner guckt und so, what the fuck? Nee, irgendjemand liegt da so halb tot und sieht noch jemanden, wie er ins Dorf zurückkommt, anstatt sich zu denken, oh mein Gott, was ist hier nur passiert? Gibt's Überlebende? Steht er vor der Tür? Tunk, 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 tunk. Selbst ja. In den Lagerhaus, das wo eigentlich total sinnlos ist. Bist du da vorher eigentlich reingegangen? Ja, da war nichts drinnen. Ja, das meine ich ja. Raum. Ja. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das braucht jedes Dorf. Ein Haus, in dem einfach nichts ist. Ja, das oder ist dann das nichts. Ah, was ist denn das? Jetzt okay. Höhle, ich komme nicht rein. Oh, Fee lässt uns rein. Ich auch. Sah Licht im Wald. Das war eine Fee. Du gehst nach Wendel, heilige Stadt. Ich auch. Weil. Du Komplexe hast? Ah, schlecht. Oh Gott, das wird anstrengend. Mein kostbarer Freund Karl! Karl und ich, keine Mutter. Deshalb immer zusammen. Eines Tages griff Karl mich an. Der Arsch! Danach erinnere ich mich nicht. Mein Körper war so aufgeheizt. Ich fand das... weiß nicht. Aufgeheizt. Als ich zu mir kam, war Karl tot. Ich bin ein Biestmann, aber... nicht wie die Jad angriffen. Mein Blut, halb Mensch. Da Karl hätte ich Vertrauen und Freundschaft. Deswegen habe ich ihn getötet. Moment, das ergibt keinen Sinn. Ja, was erzählst du mir zu der Geschichte? Ich hätte gerne. Der Biestkönig ließ Karl mich angreifen. Mein Biestmannblut. Karl! Oh Gott, Karl! Als ich es herausfand, rief ich Biestkönig an. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich flog 10 Kilometer! 30 Kilometer in die andere Richtung. Was? Ich hatte der Priester des Lichts kann Karl wiederbeleben. Ist das wahr? Ich finde es heraus. Monster in Wasserfallhöhle. Kein Problem, du und ich halten zusammen. Ich bin Udo. Oh, das bist du? Sehr gut! Ach ja, Udo, der Biestmensch. Ups, das war jetzt ganz peinlich. Ach.
magisch versiegelt. Achso, ich bekomme erst einmal aufs Maul und ja, natürlich. Muss nochmal... Moment, ich lasse die Barriere auf. Ne, dann mach mal hin. Jetzt habe ich so einen komischen Affen hier neben mir auch noch. Okay, die Barriere ist weg. Hey, lass noch eine Ruhe, ja? Was für eine Barriere? Ich sehe nichts. Da war doch keine. So. Ja, kleine Witsche geben, ne? Was sind da auch mal? Ich greife dafür zweimal. Ah ja, Kampf gewonnen. Der Gegner ist aber noch da. Ach so. Nicht so wichtig. Du hast einen Lebenspunkt verloren. Tja, was sagt dir das? Dass du Level 4 bist und nicht Level 2? Deswegen habe ich eigentlich gemeint gehabt, wegen Stufen absteigen. Ja, das geht ja ganz schnell. Ja, ich denke mal, es sollte über die Zeit schon funktionieren. Zur Not muss ich halt einfach alles platt machen. Also aber die Steuerung wundert mich, muss ich sagen. Irgendwie hatte ich die anders in Erinnerung. Naja, Zono können wir sie umstellen. Ja. Auf der anderen Seite, man braucht jetzt auch nicht so viele Knöpfe in dem Spiel. Eigentlich nicht. Nein. Das darfst du machen. Gut, ich hab's in meine Tasche gesteckt. Wir können jetzt weitergehen. Jetzt hör auf, wir müssen rumzutrampeln und machst den ganzen Boot kaputt. Oh mein Gott, eine Falle! Oh mein Gott, wir sind gefangen! Oh nein, wir sind gefangen. Ich hab einen kritischen Treffer gemacht. Ja, wir sollten... Ja, gut, hat sich erledigt. Ach ja, auch eine Sache, die ich erwähnen möchte, die Symbole, die es hier gibt, die waren vorher auch nicht da. Die kamen auch dort im Patch mit dran. Welche Symbole? Die Symbole, die da bei dem Ringmenü mit dabei sind. Normalerweise waren da Abkürzungen für die entsprechenden Worte, aber... So. Du nimmst das mit Bin dem... Bin jetzt glücklicher. Ja, weil sich das mit dem Stiefel nicht mehr steigern lässt. Ja. Und dann muss ich halt sagen, ich find's ein bisschen komisch, dass du dann immer als der stärkste Nahkämpfer im Spiel beschrieben wird. Da wären genau die zwei Charaktere hier die besondere Fähigkeit, dass die immer zweimal zuhauen. So, na denn? Ja, aber gut, du gehst mehr auf Kraft und ich auf kritische Treffer. Ich bin... mein Charakter ist durchaus... Guck mal, wer da ist. Ah, Hilfe? Hilfe. Ich lutsche ab. Nee, ich hab das mal gelesen. Oh, mein Name ist A. Hilfe. Nee, keine Ahnung. Bricht das oder wie? Okay, gehen wir weiter. Ich geh wieder. Ja, tschüss. Ich geh in die Richtung. Hallo. So, ich trete auf deine Finger. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Ach, das bin ich. Das bin ich. Ist cool. Richtig. Ich lasse mich nicht sterben. Danke, ich bin Ursula. Das süße Kleinmädchen aus Windeln. Oh, wie cool. Ich glaube, ich spinne. Ein kleines Mädchen. Ich dachte, du wärst ein Junge. Ganz allein in einer Höhle voller Dinger? Aber. Die heult. Aber. Tränen. Ach so, die heult. Traurig. Ein ganz lieber Priester kümmert sich um Ursula, da sie keine Mama und keinen Papa mehr hat. Ach ja, du redest in der dritten Person von dir. Obwohl wollte das... Oh nein. Obwohl das jetzt noch Astoria geht. Ursula hatte Angst um ihn. Mein Held darf doch nicht so... Hieß, wie auch immer, wenn das Ding ausspricht. Wie man das Ding ausspricht. Darf doch nicht zustoßen. Mich half mir bei der Flucht. Kick mich! Dieses komische Ding, das sich immer um mich gekümmert hat. Ich wollte, dass dem nichts passiert. Das tat mir immer so gut. Als ich Hief gewonnen hatte, wurde er von einem bösen Mann entführt. Bist du dann vor uns gekommen? Ihr seid doch irgendwie umgegangen. Fledermaus. Ausgang. Ich bin
bin falsch abgebogen. Und gefallen. Das krieg ich erstmal hin. Kurz darauf kommst du. Ja, wenn ich bin darf. Ach, toll. Wenn du später kommen wirst, aber Ursula. Du sprichst so. Oh Gott, ich wollte ohnehin zum Breeze ins Licht. Du kannst ja mitkommen, wenn es sein muss. Oh was? Du möchtest mit Papa sprechen? Mein Opa ist aber Priester des Lichts. Du möchtest mit Papa sprechen? Mein Opa ist übrigens Priester. Ich hab Opa gesagt, oder nicht? Opa sprechen? Nein, du hast Papa. Ich erzähl jetzt erst, du willst mit Papa sprechen? Mein Opa ist übrigens. Was laberst du? Bleib mit nur an dir Glück. Stimme ich in dieser Roma auf geht's. Da kann ich mich ja ganz doof wegen dir. So, jetzt bin ich gespannt. Also. Drück mal Start. Ah. Und jetzt beweg dich. Ah. Ja, es geht. Oh, wir können zu dritt spielen. Na toll. Nein, nicht. Nein. Gut, dann Praxis. Panisch, wie wir alle sind. Okay, wie mach ich das? Denn? Ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen Kampfpraxis, oder? Ja. Jo. Jetzt halt, hör auf, irgendwelche Knöpfe zu drücken, Frau. Okay, ich gehe. Wohin? Der Knopf auf links. Erstmal ein paar Gegnerklopfen. Genau, also. Mit dem Knopf auf der rechten Seite greifst du an. Genau. Immer wenn. Allerdings immer wenn dein Charakter so kurz geleuchtet hat. Genau. Siehst du im. Oh! Die kann aber schnell angreifen. Ja, mit ihrer neunschwänzigen. Die ist keine neunschwänzige, fürchte ich. Mein Charakter läuft so komisch dagegen. Oh mein Gott, noch eine Falle. Wer hätte das vorhersehen können? Der Einzige, der das Spiel noch so weit in Erinnerung hat. Nee, Level 5 würde ich schon gerne noch erreichen. Ja, ich auch. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich kämpfe mit kleinen Laterne und Laterne geht mit mir. Hallo, leuchten die Sterne und leuchten wir. Nein, mein Charakter ist kein Sänger in irgendeiner Gruppe. Die Beatles. Falscher Knopf. Ich wollte nur gerade mal schauen, auf welcher Taste ich rennen hab. Nach der unteren Knopf halt. Nach der unteren, okay. Ja. Oh. Ich will auch falsch abbiegen. Oh, Ursula, Oh, Ursula, weißt du noch, da bist du runtergeflogen. Wie war das so? Du dumm bist. Ursula, doof. Wie laufe ich? Hier. Der untere Knopf. Aber nur den drücken. Das kannst du aber nur machen, wenn wir uns nicht gerade im Kampf befinden. Sobald du eine Waffe gezogen hast, ist auf dem Knopf der Spezialangriff, den du nutzen kannst, wenn da die... Sieht dann ungefähr so aus, so... Wachau, wachau, wachau. Ja, genau. So oder Art, genau. So musst du dir das vorstellen. Im Übrigen bezüglich der Mechanik in dem Spiel, was die Gegner auftauchen lässt, die erscheinen immer zwei Räume entfernt von dem, den man gerade hatte. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen in der Höhle hin und her und werden jetzt mal ein paar Stufen aufsteigen. Und dabei kann man ja der Musik ein bisschen lauschen. Ja. Ist ja eine schöne Musik. Secret of Mana kriege ich immer, ziemlich nostalgisch, wenn ich die Musik höre. Und immer kurz warten, wenn der Gegner stirbt, nie sofort geht, sondern immer kurz warten, bis das auch eine Kiste kommt oder nicht. Ja, weil die immer sehr spät erscheint. Erster Spieler ein bisschen langsam, aber naja, man gewöhnt sich dran. Oh mein Gott. Irgend so ein Affe hat ein Level aufgestiegen. Ja, ich glaube. Ja, Vitalität 7. Ich hab so eine Ahnung, wo in welche Richtung mein Charakter sich entwickelt. Draufhauen. Ja, Töne brauchen wir auch nicht. Ah, jetzt bin ich wieder. What the fuck? Come on! Dann geh halt auf Stärke, mach ein bisschen mehr Schaden. Oder du willst mehr aushalten, eins von beiden. Ja, das Spiel... Ich brauch viel Kraft, um meine... Ja gut, ich schätze mal, das ist einfach eine Regelung vom Spiel, dass man halt nicht einfach auf Angriff geht und dann alles niederhauen kann. Ja, klar. Und wieder nach oben. Und wieder in die Falle. Oh nein, eine Falle, was sollen wir nur tun? Das ist so schrecklich. Oh, wie furchtbar. Oh nein, wir können diese Gegner niemals besiegen, außer indem wir einfach draufhauen und unser Hauptcharakter stirbt fast. Ja. Warum? Wir haben doch eine Statue. Wo? Jetzt nach links und dann nach oben.
Nach oben. Das war sie. Das wollen wir sehen. Wirklich. Wir können noch alle sterben. Also wirklich, das ist auch einmal mit Profis. Ja, also. Ja, siehst du. Bonbons futtern. Lieber von Statue beten, das ist gesünder. Ja. Und hat auch nicht so viel Zucker. Gut. Siehst du, von Statue beten wäre dann quasi sogar vegan. Ich hab was. Und ich mag die Schlaggeräusche. Ja. Alles noch kein Problem hier am Anfang, aber das Spiel steigert sich halt verhältnismäßig schnell daher. Kopf, Auge. Ja, das sind Gegenstände, mit denen man ja im Prinzip Angriffe ausführen kann. Ja. Das sind halt, ja, in Anführungszeichen Zaubergegenstände. Wobei die jetzt am Anfang auch noch verhältnismäßig nutzlos sind, gerade gegen Bosse oder sowas nützen die halt erstmal noch nichts. Später kommt es durchaus vor, dass man von ein paar Gegnern Gegenstände kriegen kann, mit denen man schon ein bisschen Schaden austeilen kann, aber mei. Die hauen halt dann einmal weg und dann war's das schon wieder. Das bist jetzt du. Ah. Dein wichtiges ist Intelligenz und Geist, was du brauchst. Yep. Das hier, oder? Ja. Intelligenz, Blitz, klar. Denn wer hat einen Blitz als Symbol? Samus Aran, die ist intelligent. Intelligenz passt. Okay. Um es mal auf der Ebene zu argumentieren. Dann würde ich sagen, kurz noch speichern und dann langsam los. Weil ihr beide seid Level 5 und ich Level 4, aber es ist ja relativ. Wollen wir den ja noch auf Level 5 kurz noch? Das dauert sonst zu lange, sonst schaffen wir gar nichts. Schieben wir ab hier. Okay. Ich will nur nicht, dass wir am Ende krepieren. Nein. Das tut halt schwierig. Zu dritt sein heißt halt gar nichts. Das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass man auch zu dritt ist. Also. Was vielleicht auch die Zuschauer interessieren könnte, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wenn man unsere gute Ursula als dritten Charakter nimmt, sie ist der einzige Charakter, den man als dritten Charakter so früh bekommen kann. Alle anderen Charaktere würde man später erst bekommen. Das ist mitunter ein Grund, warum wir uns für sie entschieden haben. Und auch, weil sie heilen kann. Ja, es gibt noch einen anderen Charakter, der in der Richtung ganz gut wäre, aber... Früher dachte ich ja von vornherein, sie wäre einfach der Ersatz für die Koboldin, weil sie, ja, im Prinzip optisch so eine gewisse Ähnlichkeit mit der Koboldin hat, aber... Nee. Die Charaktere in dem Spiel sind durchaus von den Fähigkeiten alle sehr anders als die, die man im ersten Teil hatte. Gehen wir hier noch hoch, oder? Ja, klar. Ich finde die süß. Noch. Ist sie noch? Ja, wobei, nee, in unserem Fall bleibt sie süß. Nein! Genau, das war das Problem. Siehst du? Die Kiste ist weg. Genau deswegen warten. Immer stehen bleiben. Gut, jetzt am Anfang ist es noch nicht so wichtig, aber Lektion sollte gelernt sein. Mein Gott, du kannst ja wieder gar nichts. Alle, springen hoch! Du willst wieder... Ach nee, er fliegt ja nach einer. Ja, es bringt ja auch nichts. Das ist einfach nur, hey, so sieht die Welt aus und oh, die kommt gleich wieder näher. Gut, aber wir wissen, wo wir jetzt sind. Tja, Mode 7 sei Dank, ne? Ja. War schon eine tolle Erfindung für den Super Nintendo, muss ich sagen. Vor allem, wenn dreidimensionale Spiele damit gemacht worden sind. Haha, du bist hingefallen. Leck mich. Und da wären wir. Heilige Stadt beendet. So, komm her. Wo ist der Priester? Leute aus der ganzen Welt kommen hin, um Antworten zu finden. Wir sind eine neutrale Stadt. Deshalb haben wir keine Verbündeten oder Feinde. Ich will wissen, wo der Priester ist, du Arschloch. Warum kann ich mich bewegen? Geh mal kurz einkaufen. Ich kann mich nicht bewegen. Hast du auf Start gedrückt? Schon wieder los. Ja, wenn du auf Start drückst, dann kannst du dich nicht mehr. Ja, dann läufst du wie jemand anders hinterher. Aber... So, braucht irgendwer von uns was? Nee, nee. Nicht anlegbar, nicht anlegbar, nicht anlegbar. Muss nur gerade... Nicht, dass ich den falschen Knopf drücke. Das ist auch was Problematisches an dem Spiel. Ach, deswegen hat er auch das Tauschmenü, jetzt verstehe ich das auch wieder. Nee, schau mal, geh mal du zum Einkaufen. Schau mal, ob du denn die Rüstung, die es dort gibt, brauchen würdest. Du? Also ich? Ja. Was drücke ich? Ja.
Kauf hier. So, jetzt gehst du auf den Strampelanzug. Okay, brauchst du auch nicht. Dann wird für dann für dich vielleicht. Wird für mich auch nichts dabei sein. Hast du was drin? Wär ich mir nicht so sicher, den unteren. Das ist halt das Problem, dass man mit jedem Charakter einkaufen kann, aber es ist nicht so wie früher, dass man halt die Rüstungen in einem Menü hatte und allgemein auswählen konnte, sondern dass halt jeder das kaufen kann. Okay. Ja, deswegen meinte ich. Ja gut, bei dir ist halt quasi das letzte Mal, wo du Rüstung gekriegt hättest, schon länger her. Deswegen. Ja, klar. Das hatte ich gerade noch im Hinterkopf. Warte mal kurz. Warte. Ich erwischt. Autsch. Ist eh nichts passiert. Und ich glaube, wir haben generell kein Ringmenü mehr, mit dem, in dem wir das umstellen könnten. Das war der falsche Knopf. Nee, aber jetzt verstehe ich oben das Menü wieder. Ja. Das war gar nicht das Gegenstandsmenü, sondern da ist darum gegangen, dass wenn jemand theoretisch die Rüstungssachen kaufen könnte, und als der in seinem Inventar, dann musst du es erstmal hier wieder rüberschieben. Also, beide Varianten sind relativ zeitaufwendig. Achso, ich habe jetzt halt einen Wappenrock bekommen, jetzt erst die Diebeskleidung. Also ich bin davor nackt gewesen. Nein, du hattest einen Wappenrock. Ja, aber warum? Ja, weil deiner Diebesgilde halt es üblich war. Du willst jetzt verkaufen, oder was? Ja. Okay. Auch wenn ich sagen muss, das sah jetzt nicht unbedingt nach einem Waffenrock aus. Ja, kannst du auch wegtun. Nein, wir haben keine anderen Menüs mehr. Das ist so scheiße. Komm damit zurecht. Leck mich. Jetzt gehen wir erstmal zum Gasthaus, schlafen, speichern. Dann können wir weitergehen. Ja, ich bin hier der Hauptcharakter. Ich sag, was sie tun. Wir gehen jetzt halt dahin und tun speichern und schlafen. Ne? 24 Look. Naja, Geldprobleme haben wir jetzt in dem Spiel eigentlich selten gehabt. Ach, das erklärt auch, warum es immer drei Betten sind. Ja. Ja. Die schlafen alle irgendwie komisch, ich weiß nicht. Ja, ich hätte gesagt, die Szene machen wir noch in der Folge. Wollen wir noch kurz den Samen einbuddeln? Hätte ich jetzt schon gesagt. Dann mache ich das mal kurz. Kann man hier benutzen. Einpflanzen, spontan wächst eine Pflanze und wir kriegen Seil. Genau. Ja. Ein Seil. Ein Seil. Ja, natürlich. Ja. Ach so. Ja, ganz normal, wenn du halt einen Samen einpflanzt, wächst eine Seil innerhalb von Sekunden, kommt eine Pflanze raus und was dann da rausfällt, ja, okay, Seil. Muss man auch gar nicht gießen und so aus dem Warten, okay? Nee, nee. Das, so muss das wirklich laufen. Cool. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich kann nichts drücken. Oder kann ich nichts drücken, ja? Dann drück ich halt. Ursula wartet hier. Ich habe mich von zu Hause weggeschlichen. Ein blöde Kuh. Opa wird böse auf mich sein. Also ich vorher gesagt, ein Papa. Ursula geht ihre Wege. Ja, geh halt. Fast schon gut vorgelesen gerade. Bitte? Ja, du bist jetzt, weil du Angst hast halt. Du bist weggelaufen, willst keine Rüge. Ist mir egal. Hallo, Opa. Du bist ein kleines Mädchen, das von daheim weggelaufen ist. Aber hinter dir steht eine. Möge die Mana-Göttin euch alle beschützen. Wir haben Ursula draußen stehen. Priester des Lichts, ich habe Ursula draußen stehen. Ich freue mich aber auch, dich zu sehen. Ich brauche eure Hilfe. Meine Freundin... Mein Freund... wurde eine verfluchte Halskette angelegt. Und wenn ich die Fluch nicht breche, wird sie sterben. Könnt ihr irgendwas tun? Verfluchte Halskette? Könnte das sein? Aber dieses Zauber wurde doch vor Jahrhunderten besiegelt. Und wie ist es geschehen? Erzählt mir alles. Nun, es war halt so. Gustav erzählt die Geschichte von Adlers Tod und Isabellas Machtübernahme. Ja, das ist genau die Halskette, an die ich gedacht habe. Ja toll, was bringt die mir? Was Isabella verschwiegen hat, ist, dass die Halskette zwei Leben miteinander verbindet. Wenn Isabella stirbt, stirbt auch Jessica. Die Halskette erwürgt jeden, der sie trägt. Jetzt hätte ich ja doch alle beide umbringen können. Dieser Fluch kann sie nicht brechen und ich kenne niemanden, der es vermag. Ich kann es nicht glauben. Es gibt nichts, was sie tun können. Ja, ist ja auch mir relativ. Priester des Lichts? Karl! Erwecke Karl wieder! Bester Freund! Kleiner Wolf Karl! Wie heißt du? Hör zu, Udo.
Alles Leben ist vergänglich, aber jedes Leben ist mit einem anderen verbunden. Karls Leben mag beendet sein, aber seine Seele lebt stets in dir weiter, nicht wahr? Dann Karl am Leben? Solange man sich an Karl erinnert, wird er ewig leben. Nein! Nein! Bisskönig, ich verzeih nicht! Karl, ich werde rächen! Ihr seid verpest dich. So, hier, warte. Natürlich kommt die Fisch mit aus meinem Kopf. Mein Priester, ich komme vom heiligen Mana-Land. Ja, es interessiert keinen. Der Mana-Baum beginnt zu verwelken und Mana schwindet aus der Welt. Eine Fee aus dem heiligen Land ist hier. Das ist ein schreckliches Omen. Schlechtes. Schlechtes Omen. Warum schlechtes, weil es schlecht. Wenn der Mana-Baum stirbt, werden die 8 Gottesbestien erwachen. Sie werden versuchen, die Weltherrschaft wieder zu erlangen. Ein Augenblick, mein Blickwurz. Was? Gottesbestien? Ah, ihr seid halt doch mal auf, was für ein Scheiß. Was für eine bizarre Fantasie soll das denn sein? Die Fee hat dich auserwählt. Ja, sie hat gesagt, sie hat keinen anderen gefunden. Du musst nach dem Mana-Land reisen. Du kannst das Mana-Schwert rausziehen. Das soll ja noch ein Schwert ergönnen. Einen Moment, redet mal Klartext hier. Also, was ist hier los? Es tut mir leid, aber die abnehmende Kraft des Mana macht es mir nicht leicht. Diese Emotion. Ich muss jemanden sein, um auf dieser Seite überleben zu können. Schön, du bist fertig mit mir. Richtig, du kannst jetzt nun in den Priester gehen. Okay, jetzt komm, geh rein. Sag uns das nicht, befürchte ich. Was? Oh Gott. Hat die Fee sich erstmal einen Wirt gesucht, dann kann sie ihn nur verlassen, wenn er stirbt. Ja, dann muss ich mich halt umbringen, aber ich will keine Frau in mir drin haben. Das sehe ich anders. Wozu soll ich das Mana-Schwert brauchen? Ich habe doch meine 2 kleine Dölchlein. Du solltest doch Jessicas Fluch brechen und Adlers Tod rächen, richtig? Ich will nur Adler. Das Mana-Schwert gibt dir die Kraft, beides zu tun. Einen Moment, woher wusstest du das von Adler? Nun, ich... Oh, natürlich, du warst in meinem Kopf. Ich hätte es besser wissen müssen. Yeah. Dann sag mir, was soll denn dieses Management überhaupt so großartig sein? Oh Gott, es geht an die Geschichte los. Scheiße. Das Management ist die zentrale Kraft für die Mana. Geister. Für alle Mana-Geister. Fast schon, für alle Mana-Geister. Das Feuerzeug, mit dem die Götter Das ist das Ganz ehrlich, halt jetzt die Klappe! Das Mana-Schwert trägt, hat die Macht, die Welt zu formen. Mach's besser, wenn du es besser kannst. Mach's selber! Nein, was ich denke da. Hast du schon gelesen? Leben zu erschaffen oder es zu zerstören? Das ist die Einleitungsmelodie vom ersten, ne? Ist mir auch bei der, am Anfang schon angefallen, dass es dieselbe Melodie ist. Es schläft unter dem Mana-Baum und wird ständig von den Feen bewacht. Ich fand das im ersten Teil irgendwie besser positioniert. Wenn das Schwert herausgezogen wird, bevor der Mana-Baum stirbt, dann besteht vielleicht noch Hoffnung, die Göttin wird erwachen und die Welt retten. Auch deine Wünsche können in Erfüllung gehen. Also wenn ich dieses Schwert bekomme, kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das klingt so gut, ich war zu sein. Das klingt so gut, um wahr zu sein. Aber, habe ich überhaupt eine andere Wahl? Na toll. Gut, dann stelle ich nur noch die Frage. Wie kommen wir dahin? Ich werde das Tor zur heiligen Land selbst öffnen, aber ich habe keine Klappe dazu. Selbst die Fee schläft schon fast ein, weil sie sich denkt, ja, das weiß ich alles, Priester, ja, danke. Ist okay. Ihr müsst die Energie der 8 Mana-Steine freisetzen. Vielleicht habe ich doch ein bisschen unterschätzt. Göttin hat das Tor zum heiligen Land vor langer Zeit geschlossen. Sie versiegelt die Energie in den Mana-Stein. Und wie können wir sie freisetzen, ne? Mit einem uralten Zauber ließ sich einst die Energie der Steine kontrollieren. Ein Krieg um die Kontrolle dieses Zaubers brach aus und die Welt war zerrissen. Das Blutvergießen endete, nachdem ein Fluch des Todes auf den Zauber gelegt wurde. Okay, die Formulierung ist komisch. Da
Der Zauber ging wenig später verloren. Niemand kennt ihn mehr. Dann ist es hoffnungslos, na toll. Die 8 Mana-Geister, die die Mana-Steine beschützen, sie können uns vermutlich helfen. Mit ihrer gebündelten Energie können wir vielleicht sogar das Tor öffnen. Das könnte funktionieren. Laterne, die Patronin des Lichts, hält sich Patronin? Nicht... Ja? Patronen. Wie auch immer, Patronin des Lichts hält sich nicht weit von hier auf. Einige Leute haben sich sogar beim großen Wasserfall in der Höhle der Wasserfälle gesichtet. Fee, wenn ich mitgehe, wird mein Wunsch wahr? Natürlich, wenn die Mana-Göttin erwacht, wird sie Karl sicher wieder beleben können. Oh, ich komme mit! Scheiße! Das geht absolut nicht auf den Hals, die Stimme! Ach, na toll, jetzt komm endlich, du Kackbiest! Bin ja schon auf dem Weg! Ja. Der ist hier langsam! Ja, zertritt nicht so! Kann den ganzen Tag hier wieder rumlaufen! Ich schieb erstmal Soll durch den Weg, in Ordnung? Ja. Wo soll er geht's dir? Ja, toll! Ich muss Hilfe finden, auch wenn es Nein sagt. Ich auch laufe. Wenn es Nein sagt? Auch wenn es Nein sagt. Ich laufe dir hinterher. Ich laufe es hinterher. Ursula, laufen es hinterher. So und nicht anders. Ursula Klug. Es ist doch eigentlich perfekt. Wir haben einen Hauptcharakter, der eigentlich ein komplett anderes Ziel verfolgt. Wir haben einen Beastmenschen, der nicht gescheit reden kann. Und wir haben noch ein kleines Mädchen, das von sich die ganze Zeit in der dritten Person redet. Und eine Fee im Kopf des Hauptcharakters steckt. Ja. Die, von der ich nicht so ganz verstehen kann, warum sie da unbedingt im Kopf... Ja, okay, sie hat es ja nicht gewusst. Die tut mir leid. Okay. Na gut, aber an der Stelle... Ich leg mich noch in ein Bett rein. Dann sieht es besser aus. So, es wird mir gezahlt dafür. Ursula erstickt ein bisschen unter der Decke, das ist auch nicht schlimm. Gut, okay. Dann würde ich sagen, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben, ist ja egal. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Secret of Mana 2. Ich bin Exi. It fuhalalalala. Oh, Mist, Wally. Ciao, Leute. Wiedersehen!